Die Prettyards sind zwar pretty, aber keineswegs Idioten. Ihre Texte sezieren Beziehungen messerscharf. The Prettyards verwirren Geschmacksnerven. Sie klingen süß und bitter, geben sich gleichzeitig hart und verletzlich. I look great, so. Unsere Texte sind sehr düster. Aber real. Aber sie sind genauso, wie ich bin. Ich mag die Ästhetik davon. Die sind so wie das Tagebuch einer Teenagerin. Da findest du auch viele Blumen und Schmetterlinge drin. Aber was die da reinschreiben, ist dann wahrscheinlich auch nicht so happy wie die meisten Popsongs, die sie angeblich hören. Es ist zu. Teenager machen viel schlimmere Dinge durch. Genau. Düsteres. Düsteres Zeug mit Ukulele. Eben ehrliche Coming-of-Age-Geschichten um Liebe, Sex und Suizid, New York und L.A., in denen sich Mädchen und Jungs von heute wiederfinden. Zunächst einmal mussten sich Kay Kasperhauser und Lulu Pratt aber erst mal selbst finden. Wir sind beide sehr introvertiert. Es hat ein Jahr gedauert, bis wir festgestellt haben, dass wir uns gegenseitig mögen. Ein Jahr in der Band. Ich dachte immer, du hasst mich. Das dachte ich auch. Das findet sich auch in unseren Songs wieder. Da geht es eben um Unsicherheiten und Selbstzweifel. Aber auch um Traumtypen und dass man gern mit anderen Menschen zusammen wäre, obwohl einem das gleichzeitig Angst macht. Ja, die Traumtypen. Dazu gehören wohl nicht die Jungs, die Kay in der Highschool gedatet hat, lässt sie uns in ihrem Song wissen. Dann schon eher Klaus Kinski, Held eines ihrer anderen Songs. Als ich krank war, hat mir ein Freund die ganze Werner Herzog Klaus Kinski Box geliehen. Und ich habe mir alle Filme reingezogen. Ich habe gedacht, das ist der allerschlimmste Mensch. Und er ist großartig. Weil ich zu der Zeit gerade eine Trennung verarbeitet und mir all diese Fragen gestellt habe. Wieso date ich immer nur diese schrecklichen Arschlöcher? Was stimmt nicht mit mir? Und dann bin ich am Ende zum logischen Schluss gekommen, ich sollte Klaus Kinski daten. Der passt. Genau, der passt zu den anderen schrecklichen Typen. The Prettyards sind natürlich keine Comedians. Sie gehören aber zu einer neuen Generation an jungen Künstlerinnen, die anders als ihre Songs sich selbst nicht allzu ernst nehmen. Online kann man Prettyards Klebetattoos und Lippenbalsam kaufen. Backstage gibt's am Klavier Eurodance. Boom, 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 boom. I want you in my room. We'll spend the night together. Now until forever. Boom, 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 boom. I want a double boom. We'll spend the night together. Together in my room. Yes, please. Ähnlich unterhaltsam, wenn auch mit ein bisschen mehr Niveau als die Wenger Boys, ist unser Tracks-Plattencheck. Ich erinnere mich, wir waren zum Geburtstag meiner Mama im Urlaub auf dem Weg nach Upstate New York. Und ich habe das Lied auf der Rückbank in Dauerschleife gehört. Die ganzen 4 oder 5 Stunden. Ich übertreibe nicht. Das war, als ich so 12 war. Das Album habe ich von meiner Mama. Echt seltsam. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet, aber das hier war mein MySpace-Song. Der lief, wenn man auf meine Seite gegangen ist. Ich liebe ihn. Wir lieben beide Pantera. Wir sind ausgeflippt, als wir das Album gesehen haben. Really love Pantera.
Ich habe mal ein Pantera-Coverabend gemacht. Das war an Halloween vor 2 Jahren. Super. Super. Ich mache mal etwas leiser. Also ja, wir sind Fans. Wir fahren oft stundenlang in meinem Auto und hören nur Pantera. Bevor die Ladies weiterfahren, The Prettiots live bei Arte Tracks. Tracks geht weiter, in den sozialen Netzwerken, auf unserer Website und natürlich mit der App. Fucking blow.